hier. Ich bin hier bei Kultur ohne Kohle. Der Ort hier heißt Lützerath. Lützerath, das ist ein kleiner Ort. Es gibt hier, wenn ich es richtig verstanden habe, noch einen verbliebenen Menschen, dem hier ein Hof gehört. Und wie ist das genau? Also genau, der Landwirt, der hier schon vor lange wohnt und hier groß geworden ist, auch in dem Haus, das jetzt da hinten steht, ist die letzte Person, die noch geblieben ist und nicht an RWE verkauft hat. Seit letztem Jahr gibt es hier nach einer Protestaktion entstanden eine Mahnwache, die dauerhaft jetzt besetzt ist seit einem Jahr und immer mehr Leute, die irgendwie hier hingefunden haben. An RWE wurden hier Länder verkauft, habe ich das richtig verstanden? Also Acker verkauft und Wiesen und auch Dörfer? Genau, das, also fast alles hier in der Umgebung gehört dem Konzern RWE. RWE ist einer der größten Konzerne in Deutschland mit einem unglaublichen CO2-Ausstoß, mit viel Greenwashing, von wegen wir machen jetzt hier tolle, saubere Energie. Aber es ist auf jeden Fall ein Konzern, wo ganz deutlich wird, gerade wenn man hier an dieser riesigen Grube steht, da ist kein Interesse daran, irgendwie dem Wohl der Allgemeinheit zu dienen oder den Bedürfnissen von Menschen irgendwie entgegenzukommen. Es geht um Profit und zwar auf Kosten von diesem Klimasystem, was die Erde hat und was aus dem Gleichgewicht gebracht wird, was sich vor allem dann, wie bei allen Ressourcen, die irgendwo ausgebeutet werden, in Ländern, die nicht imperiale Nationen sind, sondern irgendwie kolonisiert wurden oder Schulden haben beim IWF und diese globale Ungerechtigkeit, die da halt nochmal viel krasser wirkt. So, hier gibt es Strukturen, die dafür sorgen, dass Menschen, die hier wohnen, wo die Grube hin soll, entschädigt werden von RWE. Aber das heißt halt trotzdem, sie müssen weg von da, wo sie groß geworden sind, wo sie bleiben wollen, wo Familienerinnerungen sind. Diese Kombination aus, hier werden Leute vertrieben, die verkaufen entweder an RWE, um noch genug Geld zu kriegen, oder wie jetzt im November hier, wird wahrscheinlich Eckart enteignet oder es gibt die vorzeitige Besitzeinweisung, Eckart will nicht verkaufen. Wie viele Dörfer, also wie viele Häuser hat dieses Dorf hier, Lützerath? Also noch steht der Hof von Eckart und zwei Höfe, die schon leer sind, wo jetzt im Laufe dieses Jahres die beiden Familien ausgezogen sind, die da noch gewohnt haben. Ein Weiler, wo jetzt halt noch diese drei Höfe stehen und noch so ein paar Flächen sind. Mittlerweile halt auch viele Baumhäuser, die Campflächen, wo Leute unterkommen können, Wohnwägen. Was hier passiert, nämlich dass 2021 noch diese riesen Kohlegrube wachsen soll, damit die Konzernleitung irgendwie ihre Profite macht. Auch dass wir halt einen Wandel brauchen und zwar auf allen Ebenen, der nicht unbedingt durch Wahlen entschieden wird, im November in Lützerath sein, weil dann kommt es darauf an, dass nicht einfach dieses Dorf geräumt wird und weggebaggert, sondern dass klar wird, so, das ist absurd, das zu tun, da stellen sich Leute gegen. Unbedingt im November vorbeikommen, ja. Yeah. Jetzt habe ich dich ganz wenig gefragt, weil ich so... Du musst mir nichts fragen. Ich hatte gerade sogar noch eine Idee, aber jetzt weiß ich es gerade nicht mehr. Ich habe nur gedacht, also... Ich war vorher noch nicht auf dem Konzert von dir, das war für mich jetzt gerade die Premiere. Ich habe das sehr genossen, auch den Song zum Beispiel mit dem Eisbären, den ich nur vom Video kannte. War das für dich, ist es für dich das erste Mal hier an der Grube zu sein oder ja, warst du auch schon? Aber ich will gerne wieder herkommen. Ab dem 1. November kann es passieren, dass diese vorzeitige Besitzeinweisung kommt und dann ist es wichtig, dass viele Leute hier sind, viele Strukturen, Baumhäuser, wo es nicht so einfach ist für die Polizei irgendwie die Interessen von großen Konzernen durchzusetzen und Leute rauszuholen, sondern da irgendwie Widerstand geben zu können, wie im Hambi. Viele Leute machen einen Unterschied so irgendwo. Irgendwann, auch wenn es oft vielleicht nicht so scheint, aber irgendwann, glaube ich, geht das. Und genau deswegen. Ja, komm, das Beste. Come together right now. Over me as Lützerath. Lützerath.